Moin! In diesem Video soll es einmal um das Thema Wärmedurchgang gehen. Hierfür haben wir uns das Beispiel einer Heizung gewählt, um euch dieses Thema etwas näher zu erläutern. Sehr schön sieht man hier schematisch dargestellt, dass wir zuerst einen Wärmeübergang von unserem Wasser, von unserem heißen Wasser in der Heizung, auf unseren Festkörper, unserem Metall und wieder vom Festkörper auf unsere Umgebungsluft haben. Dafür benötigen wir natürlich unser Alpha 1 und Alpha 2, unsere Wärmeübergangskoeffizienten, einmal für das Wasser und einmal für die Luft und unser Lambda, den Wärmeleitkoeffizienten in unserem Festkörper. Wie euch vielleicht schon aufgefallen sein wird, haben wir in diesen beiden Bereichen hier keinen linearen Abfall der Temperatur. Das ist der Grund, da wir uns hier in der thermischen Grenzschicht befinden. Wiederum, wie hier schön zu sehen ist, haben wir im Festkörper einen linearen Abfall der Temperatur. Um euch nun dieses Thema auch etwas mathematischer näher zu bringen, habe ich für euch ein paar Formeln aufgeschrieben. In dieser oberen Formel ist einmal der Leitungswiderstand definiert als Delta durch Lambda mal AM. Delta ist in diesem Fall unsere Schichtdicke von unserem Körper, Festkörper in dem Sinne, geteilt durch Lambda, unseren Leitungswiderstand, mal die Fläche. In dieser unteren Formel ist der Wärmeübergangswiderstand definiert als 1 durch Alpha mal AM, eben unseren Übergang für unseren Wärmeübergangskoeffizienten Alpha, die wir da benötigen und einsetzen müssen, um eben auch diese Bereiche zu berechnen. Um nun den Wärmedurchgangswiderstand zu definieren und zu bestimmen, müssen wir eben eine Kombination aus den Leitungswiderständen und den Übergangswiderständen eben ermitteln. Hier sieht man in der Formel sehr schön, dass unser Wärmedurchgangswiderstand definiert ist als 1 durch Alpha mal A für den inneren Bereich, also Alpha 1, plus die Summe aus unseren Leitungsebenen. In der Heizung zum Beispiel haben wir nur eine. Wenn ihr euch aber theoretisch eine Hauswand anschaut, hat man natürlich nicht nur einen Bereich, durch den die Wärme geleitet wird. Dazu kommt natürlich noch dann wieder der Übergang von dem äußeren Bereich, also unser Alpha 2. Und das Ganze ergibt dann 1 durch K mal A. Um das Thema nun etwas zu festigen, haben wir noch ein zweites Beispiel für euch mitgebracht. In diesem Beispiel betrachten wir mal eine Häuserwand. Da ist natürlich unser Fluid 1 und unser Fluid 2 identisch, indem wir eben wieder Luft betrachten, jedoch einmal die Luft im Inneren und einmal die Luft außerhalb unseres Gebäudes. In unserem Beispiel haben wir nun einmal zwei, ich sag mal, Bereiche zusammengeschalten, indem wir einmal das Mauerwerk betrachten mit unseren Wärmeleitungskoeffizienten Lambda 1 und unsere Isolierung mit unserem Wärmeleitkoeffizienten Lambda 2. Wie man sehr schön sehen kann, wollen wir natürlich somit möglichst wenig Verluste durch eben Wärme, durch die Abgabe an die Wand eben erzeugen, um eben im Winter möglichst wenig zu heizen. Was ändert sich jetzt an unserer Formel? Eigentlich nicht viel. Im Endeffekt ändert sich nur dieser Term, da wir eben die beiden Bereiche eben addieren müssen und jeweils sowohl unser Delta als auch unser Lambda für die jeweiligen Bereiche eben einsetzen müssen. Am Ende erhalten wir auch in diesem Beispiel unser 1 durch K mal A, wobei unser K eben der Wärmedurchgangskoeffizient ist. Im nächsten Video soll es einmal um das Thema Wärmestrahlung gehen. Also bleibt dran.